Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind wieder mal auf der Saxonia unterwegs und wir sind in Teil 167 und ich bin gerade auf dem Weg, den Klaas zum passenden Drescher zu fahren. So, da kommen schon die ersten Meldungen, dass alles voll ist. Das ist ja wunderbar. Ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Auch über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video dann gefallen hat, späterhin. Und natürlich auch irgendwelche freundlichen Kommentare oder auch irgendwelche Hinweise, Ideen oder was sonst was Schönes habt. Und freue mich natürlich auch über einen Share. Ihr könnt auch gerne mal auf Twitter vorbeischauen. Zwischendurch unter TamuriLP hat dieser Kanal hier auch einen eigenen Twitter-Zugang. Und ja, wie gesagt, dann würde ich mich dann sehr freuen, wenn ihr euch ein bisschen mit engagieren würdet. So, ja, und weiter geht's. Der hier braucht noch nicht, aber der rollt in die richtige Richtung. Dann wollen wir mal gucken. Ich würde sagen, er kann auf jeden Fall seinen Kollegen schon mal hinterherfahren, weil das dürfte sich hier gleich erledigt haben. Der kommt eh nicht mehr ganz zurück. Und jetzt kommt das gute Zeug rein. Ja, wir hatten 100.000 ja gehabt und ich weiß gar nicht, haben wir die in die Dieselproduktion gegeben? Das können wir gleich mal gucken. Wir machen erstmal die Drescher leer und dann gucken wir mal, ob wir das in die Dieselproduktion gegeben hatten oder verkauft hatten. Das müssen wir natürlich eine von den nächsten Ladungen dann tatsächlich mal in die Dieselproduktion machen. Der Preis war zwar rot beim Kerositverkauf, aber der grüne Pfeil für einen Anstieg des Preises war daran. Und wir haben ja in der letzten Folge noch die 2 Stunden vorgespult. Da könnten wir natürlich jetzt gut Glück haben, dass das schon wieder läuft. Habe ich jetzt nämlich gar nicht nachgeguckt. So, ja, ich fahre wieder ein Stück in die Frucht. Ich gestehe es zu. Ich schalte jetzt auch mal flink durch zu den anderen. So, der ist noch nicht voll. Der ist voll. Dafür muss ich dann halt einfach mal die Abfahrer zu fassen kriegen. So, da haben wir den. Der muss auf jeden Fall drehen. Ja, der hat ja auch schon die ersten 100.000 weggebracht gehabt. Man sieht den Streifen hier auch schon, den er gemacht hat. Mit der jetzigen Füllung haben wir jetzt schon 180.000 zusammen. Mit den anderen beiden Dreschern, die voll sind, haben wir schon die ersten 200.000 Liter grob schon gemacht. Weil er hier ist die Entscheidung, er wird als nächstes voll sein, logischerweise. Und wenn er das dann ist, müssen wir wieder in die Dieselproduktion und das verkaufen, eins von beiden. Und das gucken wir mal. Ah, der Drescher war gerade gedreht. Dann werde ich da einmal von hinten ranfahren. So. Für einen Campingplatz. So, das läuft auch. Ja, mit ihm müssen wir die Spur dann weiterfahren. Das ist halt der Große im Nichts sozusagen. Der Weg im Raps. Oder wie auch immer ihr es ausdrücken wollt. Die mittlere Spur oder wie auch immer. Ja, der Soja ist auch zwischenzeitlich voll, der Drescher. Das passt aber alles. Das ist auch alles okay. So, ich fahre jetzt mal hier einfach so ran und runter. Gut, der läuft. Der dreht seine erste Spur. Den fahren wir da auch einfach nur kurz drunter. So, dann können wir ihn ja auf so einen Weg fahren, weil sonst wäre er nämlich seinem zukünftigen nächsten Auftrag nämlich wieder im Weg. So, schalten durch. Ja, er steht außerhalb der Frucht. Wir warten noch ein Momentchen und fahren dann auch wieder aus der Frucht. So, dann setzt er wieder an. Macht sich auf den Weg und wir bleiben hier beim Klaas. Reiner hüpft.
So, so kann er stehen bleiben, der ist auch nicht im Weg. So, jetzt haben wir noch einen, der könnte gleich im Weg sein. Oder? Gucken gerade mal alles so durch. Er hier steht noch in der Frucht. Der wird wahrscheinlich aber nicht im Weg sein, aber wir fahren ihn trotzdem raus. Der steht nicht drin. Da habe ich alle aus der Frucht geholt. Ja, das ist ja gut. So, ja, mit ihm fahre ich jetzt wieder zum Feld zurück. So. Da hat noch 6000 Liter drin, damit könnte er vielleicht die 2 und die 34 noch hinkriegen. Das hätte er was. Ich fahre jetzt einfach mit ihm in Richtung 2. Weil die muss er dann ja als nächstes machen. Schauen wir dann einfach mal. Von hinten höher sehe ich gerade nichts. Das entgegenkommende Auto warten wir nachher mal ab. Wenn wir mich jetzt hier ansetzen während des Auseinanderfaltens, hier die Vermutung, dass ich ungefähr so richtig fahre, werde ihn hier schon so stehen lassen. Und dann gleich als nächstes starten. Ja, wenn man sich das Ganze jetzt von oben anguckt, dann seht ihr, dass das Ganze jetzt in Action ist. Ne? Also hier haben wir als erstes hier angefangen. Das war der erste Streifen, deswegen ist der hier auch heller, seht ihr? Auch dunkler. Ne? Der ist im Reifegrad weiter, weil der halt zuerst reif war. Den haben wir jetzt hier fast weg mit unserem Drescher. Und ja, die anderen Drescher sind halt jetzt, ihn haben wir mittig angesetzt hier. Er hier ist außen dran und wenn wir ihn hier auf der 2 und die 34 fertig haben, dann werde ich ihn hier auch noch irgendwo zwischen ansetzen, dass er die ganz langen Bahnen noch mitfahren kann. Das ist die Idee der ganzen Geschichte. Und dafür muss er halt erstmal fertig werden. So sieht das aus. So, ihn hier können wir vom Wasser abmachen. Weil die Türen für Warenannahme, seht ihr selber, hier sind zu. Nur die Warenausgabe ist noch auf. Was in dem Fall die Gülle sein sollte. So. Gucken, wie viel Gülle er es rausholt. Wir hatten ja auch vorgespult. Ja, wie schon vermutet, können wir damit schon mal wieder losfahren. Und dann müsste der Tank für Milch noch bei der Molkerei stehen. Und den können wir dann da auch wieder mit wegholen. Weil wir natürlich jetzt hier auch noch beim Vorspulen und sowas auch noch Milch gemacht haben. Wahrscheinlich noch nicht so viel, dass es lohnt, also das ist noch nicht ganz so akut. Aber wie gesagt, der Gülletank hier war ja voll, seht ihr selber. Den fahren wir dann einmal weg. Aber das unterbrechen wir natürlich immer dann sofort, wenn wir sehen, dass in dem Fall sind es die beiden Glas, die wohl voll sind.
So, mal mit gucken auf der Karte, welches ist. Ja, das ist der richtige. Den fahren wir da schon mal hin. Und dann wollten wir auch noch gucken bei der Biodieselanlage, ob wir da schon was drin haben oder nicht. Die Produktion war auf jeden Fall aus. Das heißt, wenn da jetzt was läuft oder was durchgelaufen ist und es ist Biodiesel da, dann ist es definitiv von den 100.000, die wir da reingepackt haben. Ich weiß aber echt nicht mehr, ob wir es verkauft haben oder da reingefahren haben. Schauen wir mal gleich. So, er braucht jetzt ja ein kleines bisschen mehr wie die Füllung von ihm. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier ein Stückchen hinfahren. Jetzt werden wir mal ein kleines Päuschen machen hier. Wir werden ihn mal was abpumpen lassen. Ich fahre schon vorsichtig wieder rückwärts, wie ihr seht. So, jetzt bin ich dann da weggefahren. Jetzt wird er weitermachen. Das ist aber auch so gedacht. Jetzt warte ich wieder, bis er voll ist und dann geht der ganz komplette Rest zu mir hier rein. Und dann haben wir das Ding auch voll. Das ist die einfachste Methode. Mit ihm fahre ich jetzt auch schon mal in die Richtung. Obwohl er, glaube ich, noch nicht geblinkt hatte. Bin mir nicht sicher. Ja, doch, er blinkt. Wir waren Sinn. Ich war auf dem richtigen Weg. So. Gut, der hier will auch leer gemacht werden. Und er ist, glaube ich, auch voll. Ne, er ist noch nicht voll. Okay. Dann fahren wir hier nur ein bisschen zur Seite. Er macht die Drehung, die er machen sollte. Der hier hat hier nichts, das heißt, er muss nach oben durchfahren. Das ist auch kein Problem. Mal los. Du, di, du, di, du. Ja, da vorne blinkt er auch. Okay, das passt dann, ja. So, der pumpt ab. Hier steigen wir kurz aus und gucken, ja, die Produktion läuft. Ja, dann waren die hier reingekommen. Das ist doch okay. Das läuft. So, ihn mache ich dann nämlich das Tanken an, weil da sind schon 54.000 Liter da. 58.000 waren es nämlich. So, mit ihm fahren wir dann jetzt nochmal zum Gülle wegbringen. Der nächste sagt gleich wieder, er war voll. Das ist überhaupt kein Problem. Ein paar Meter können wir ja noch fahren, damit wenigstens der Soja scheint oben zu drehen. Deswegen ist er noch 37%. Da dürfte dann gleich auch der Prozentsatz wieder lostickern. Kann natürlich keine 2 Stunden zum Drehen brauchen. Ja, da sind die 98%. Das ist okay. Und ich werde es jetzt auch nicht übers Knie brechen, sondern ich werde jetzt hier eine gute Runde hinfahren. Und erstmal das Abpumpen hier aktivieren, dass die 30.000 Liter in den Tank gehen. So. Und raus damit. Da ist der leere. Ich steige jetzt mal aus, bevor ich hier ganz durchklicke und ewig brauche. Hüpfe mal rüber und renne hier hin. Mach den Sojatank leere. So.
So, dann macht er das auch. Ja, der ist auch schon wieder derjenige, der voll ist. Das war aber der geplant volle sozusagen. So, weil das ist mich jetzt der, wenn er jetzt voll ist, dass er eigentlich in Verkauf geht, wenn wir einen vernünftigen Preis haben. Das ist nämlich jetzt die Idee. Deswegen fahre ich jetzt kurz drunter zum Abpumpen und dann gucken wir nochmal nach dem Preis. Und da bin ich viel zu schnell gewesen. So, gucken wir einmal noch nach dem Preis. Raps. Treibstofflager. Ne, es ist erst die Getreiderampe beim Fruchthandel. Okay. Obwohl, nee, eigentlich müssen wir in die Zugentladung erst was reinmachen, weil der Preis hier gerade sinkt. Seht ihr? Nun, bevor der weiter abkackt, dann kann man das lieber mitnehmen, sozusagen. So, aber wir sind leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Würde mich natürlich über den Daumen nach oben, über das Subscribe natürlich auch, wie auch über einen Share freuen. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare, Wünsche, Vorschläge habt, einfach in den Kommentarbereich schreiben. Ne, auch was ihr davon haltet, hier eine Runde Kartoffeln zu machen statt Rüben. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.